Bis zum Wahlsonntag dürfen wir Sie in kurzen Kommentaren über Interessantes, Wissenswertes oder Auffälliges aus dem Wahlkampf unterhalten. Auffallend eine Veränderung im Wahlkampf der Tiroler Volkspartei. Am 28. April entscheidet Ihre Stimme über die Zusammensetzung des Landtages. 36 Damen und Herren sind dort vertreten. Und diese 36 Damen und Herren werden auch entscheiden, wer der neue Tiroler Landeshauptmann oder die neue Landeshauptfrau sind. Laut Wahlplakat der Tiroler Volkspartei scheint das ein wenig anders zu sein. Es geht nämlich interessanterweise um die Landeshauptmannwahl 2013. Im Programm der Tiroler Volkspartei werden Sie aber weder den Begriff Demokratie noch Direktwahl des Landeshauptmannes finden. Also, man scheint in der Zentrale der Volkspartei seiner Zeit voraus zu sein. Ob das wirklich so ist, das sehen wir dann am 28. April.